Einschnitt aus der Katarsis. SpongeBob, der Cosmic Shake. Ja, sie haben jetzt den grünen Schlüssel gefunden. Und jetzt gibt es da noch eine Truhe. Oder? Achso, nein, die kommt wahrscheinlich pro Schlüssel höher. Okay. Ich gehe dann nochmal da hoch. Da müssen wir wahrscheinlich eh nochmal hin. Ja. Zum Beweis nochmal, dass ich kein Frauenschläger bin, habe ich jetzt nochmal ein Kind schlagen müssen. Frauen und Kinder zuerst. Ja, das sehen wir, SpongeBob, dass du fliegst oder zumindest gleitest. So. Wir hören Pferde, we home. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil es ist halt laut und vielleicht nervig. Und ich weiß nicht, ob wir dann nochmal Pferde reiten müssen. Ich mag eigentlich nicht nochmal Pferde reiten. Mag eigentlich dann irgendwie mit einer Kutsche fahren oder so. Oder ein Rennen mit einer Kutsche bestreiten. Das möchte ich jetzt machen. Das ist ja echt wie im Märchenland. Das heißt, wir müssen uns die Aussicht auch kurz anschauen. Wartet. Ich fühle mich schon viel besser. Nicht schlecht. Hat er recht, das Spongy. So. Bam. Hey, jetzt der rote Schlüssel. Zum Erfolg bekommen. Ja. Lustig. So. Kennt ihr diese Zahnstocher mit Geschmack? Ich mache keine Werbung dafür, aber ich finde die lustig. Weil ich eigentlich so ein Mensch bin. Ich pose gern mit Zahnstochern in meinem Mund. Und das Lustige ist, wenn die einen Geschmack haben, hat man auch einen guten Grund, dass man die verwendet. Und dann kann man sagen, hey, die haben den Geschmack. So, dann sagen die, so, nein, danke, lass mal. Und dann kann man so sagen, hey, die haben den Geschmack. Jetzt habe ich offiziell eine Berechtigung dafür, dass ich den, ja. Sterben die dann, wenn die darum? Nein, sterben nicht mal. Habe ich eine Berechtigung, dass ich auf Wirden Flex mache und einen Zahnstoch im Mund behalte. Ja, ich finde die kleinen Dinger so nervig. Weil sie nicht so ankleben. Okay, betritt den blauen Turm und den violetten Turm. Finde den Schlüssel zur Stalltür. Die Frage ist nur, was ist die Stalltür? Keine Ahnung. Wir machen mal die Türen auf. So, die haben wir. Okay. Hier ist leider kein Fisch zum Hauen. Klaps reicht schon. Sonst hätten wir dann auch wieder hauen müssen, um zu beweisen, dass wir kein Frauenschläger sind. Die Kostekrabbe Pizza ist die Pizza super knusprig. Oh nein. Jetzt müssen wir Gegner schlagen. Das gefällt mir gar nicht. Das macht gar keinen Spaß, weil die wehren sich ja. Und bam. Und bam. Okay, und jetzt den einmal hauen. Oh, scheiße, war zu spät. So, jetzt macht er das ein Tornado-Ding da. Okay, es ist wieder eine Frau gewesen. Oh nein. Warum hau ich immer die Frau? Und ich will keine Frauen mehr schlagen in meinem Leben. Ich hab davon genug. Oh nein. Komm. Au! Ah, wenn er trifft, dann hat er diesen Cooler nicht, okay? Dann halt nicht. Und bam. Und einmal noch, mein Freund, dann sind wir auch schon wieder durch. Ah, die Gegner dauern so lang. Wenn die nicht so lange dauern würden, wären die ganz cool. Aber die brauchen halt mal 10 Jahre, bis sie sich hauen. So, circa halt. Aktiviere. Wir müssen noch eine Tür auf jeden Fall betreten. Was war das für eine? Das war die. Eine Tür gibt's noch. Ah, die lila Tür. Hallo? Türe einsetzen. Ich fühle mich schon viel besser. Oh, noch mehr Gelee. Oh, da ist eine Rüstung. Lol. Oh, die kann man zerhauen. Cool. Ich bin auch ein Rüstungsschläger. Ja, mittlerweile bin ich auch ein Rüstungsschläger. Sehr cool. Hm.
Eigentlich bin ich gar kein Schläger, weil ich spiele nur so im Spiel. Ich fühle mich nur so, als wäre ich ein Schläger. Ja, ich bin eigentlich kein Schieber. So. Haben wir das jetzt... Das ist jetzt der Schlüssel zum Stall, schätze ich mal. Und dann haben wir das Ding, also das Pferd. Nein, nicht das Pferd, sondern das Haustier von der Perla. Und bin gespannt, was es ist. Das sind alle Schlüssel! Jetzt können wir das Tier befreien! Ja, das ist der große Grabeschlüssel einfach. Der KK-Schlüssel. Ja, Patrick, hast du hier etwas so Majestätisches gesehen? Ein Seeeinhorn. Schöne Mähne, die Funkelaugen. Und dieser Seifenblasenstab in seinem Mund. Lol. Ja, es wird schnell, Zeit für eine Verfolgungsjagd. Ich wusste ja, dass das vielleicht nicht gut ist, weil man ja, wenn da Pferde sind, dann ist so schön. Kann man ja auch sagen, ja, man muss sie wahrscheinlich verwenden. Naja. Okay, also, wusste nicht, dass man da jetzt durch kann. Man kann da durch, okay. Und man hat keine Konsequenz davon. Ich dachte, man müsste irgendwie schnell sein. Ja. Wo ist eigentlich Patrick in so Szenen? Frage ich mich immer. Wo ist der da? Oh nein. Ich hab's nicht hoch geschafft. Es gibt auch sicher in diesen Levels mit Pferd, gibt's auch sicher irgendwie versteckte Münzen. Und so Dinger. Oder Unterhosen oder so Pfannenwender. Oder irgendwas anderes in die Richtung. Aber... Keine Ahnung, gefunden habe ich noch nie was, aber ich habe mir ja auch nie wirklich Zeit genommen für diese Levels. Ich meine Zeit genommen, du kannst ja auch keine Zeit nehmen. Du musst halt eigentlich schnell und kreativ sein, dass du vielleicht irgendwie einen möglichen Hinweis auf ein Versteck findest, ja. Das muss man schon so sagen. Oh, noch mehr Gelee. Das Schöne, wenn man ein Pferd hat, ist, dass man eben immer Full Life ist von Anfang an. Also, wenn man mit der Zunge rutscht oder so, hat man ja von... Anfang an weniger Leben, also so viel Leben wie SpongeBob eben hat dann. Und das ist ein bisschen nervig, aber beim Pferd ist das cool. Patrick, hallo? Sieh mal, was ist das hier? Haus, das sieht aus, als gehöre es einer Hexe. Vielleicht oder dem Einhorn. Sich das Einhorn dahinter? Ja, kann sein. Spongy. Kann sein, Spongy. Was ist hier? Ah, eben brauchen wieder diese eine Fähigkeit. Alles klar. Das Traurige ist, wenn man diese, sobald wir ja diesen Bauchklatscher da freigeschaltet haben, gibt es ja in der Story dann keinen Zeitpunkt mehr, wo das ein Bonus-Inhalt ist. Das heißt, das ist jetzt nur ein Story-Element und erst in früheren Level. Da müsste man halt dann zurückgehen. Aber es hat dann ein Bonus. Ja, ja. So ist das im Leben. Eine Schwanz. Und eine Anemone. Also eine, eigentlich eine Seesterns. Ich weiß nicht, wie ich auf eine Anemone komme. So. Nein, ich habe daneben geschossen. So. Ja. Schlauchboot-Action. Let's go. Ah, die sind so nervig. Aber nervig ist gut eigentlich, weil Gegner sollen ja nervig sein und oder zumindest schwierig oder irgendwas machen. Sobald Gegner, also die Gegner, die normalen Standardgegner sind mittlerweile schon fast nicht mehr nervig und auch nicht mehr langweilig. Weil. Also wie sagen, weil sie eben nicht so schwer zu besiegen sind. So wie die, die sind auch nicht so schwierig. Die macht man einfach so tschack, tschack, boom. Tschack, tschack, boom. Ja, einfach ein Karate-Tritt von der Luft aus. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie fehlen mir heute die Worte. Ich habe sonst immer das Spiel irgendwie analysiert und kritisiert und gesagt, ja, das ist cool und das ist nicht cool. Und ich finde es so nice und wow und crazy. Aber heute denke ich mir so, okay, ja, nice, wird Flex, Bro. Ja, es wird schon werden, aber ganz ehrlich. Ich bin immer noch einfach, ja, bin immer noch sehr zufrieden mit dem Spiel. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen am Keks geht, wer ist dass ein hier braves Mädchen? Dem Ende zugehen. Du bist eins, du bist eins. Ja, ich bin ein braves Seid Mädchen. Seid gegrüßt, gelber Ritter.
Ist sie nicht ein braves Mädchen? Ich bin ein braves Mädchen. Ich bin Lexi, die Hexe. Und was bringt euch zu meiner Hütte in den Wald? Seid gegrüßt, Miss Lexi. Ich bin Sir SpongeBob. Mein Ballonfreund Patrick und ich folgten der Spur von... eurem edlen Tier, weil es etwas von uns genommen hat. Könntet ihr es vielleicht dazu bringen, es zurückzugeben? Tut mir leid, aber was Regenbogen findet, gehört mir. Okay. Aber ich wäre willens, es gegen die wunderbare Pro-Aging-Creme von V-Leder zu tauschen, von der mein Hexenzirkel so schwärmt. Ja, würde ich auch machen an ihrer Stelle. Diese Bilder immer. Sieht aber im Vergleich zu anderen Bildern, die wir schon gesehen haben, es gar nicht schlimm aus. Sie macht die Haut so faltig, dass man doppelt so alt aussieht. Ihr sollt sie haben, Lexi. Ah, dass man doppelt so alt ist. Eine Portion okay. Pro-Aging-Creme von V-Leder ist unterwegs. Pro-Aging-Creme. Wie schwer kann es schon sein, ein wenig Kosmetik zu besorgen? Sie ist nur im gefährlichsten Teil des Waldes zu finden. An den Ufern des reißenden Stroms von Meanderson. Wirklich? Von Neanderson? Von der letzten Lieferung, die die babygesichtigen Banditen geplündert haben, müsste noch etwas übrig sein. Füllt diesen Eimer und vielleicht tausche ich mit euch. Vielleicht tausche ich mit euch. Ah. Persönlich gesagt hätte ich, gesagt, sie könnte sagen, ganz sicher tauscht sie mit uns. Aber wenn sie nur vielleicht, dann können wir nichts machen. Sie muss verhandeln mit uns. Ja, und wir haben nicht die Macht dazu. Ja, wir sind nicht wenigen Skywalker. Der war so schlecht, es tut mir leid, Freunde. Tut mir leid. Ja. Okay. Hier geht's eh lang, ne? Ist gut. Ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie. Ich könnte grad reinspringen. Eine Falle. Aber rausspringen könnte ich wahrscheinlich nicht. Und bam. Wir kommen dieser Mayonnaise näher. Ich kann sie riechen. Patrick, das ist Schönheitscreme. Was war das jetzt? Ach so, das sind schon so Teile und wir brauchen 4 davon. Okay. Perfekte Form. Ich kann schon die Mayonnaise riechen. Reicht schon. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ich brauche einen Lader für meinen Nacken. Hey, ich kann den nicht von hier aus triggern. Ah. Nein, danke. Was? Ein kleiner Klaps reicht schon. Okay, naja. Auf jeden Fall eine Münze für uns. Ja, eine Goldblume. Eine Goldblume. Wir brauchen noch eine, dann schalten wir wieder neue Kostüme frei. Nämlich die. Wow, es gibt noch sehr viele. Was nehmen wir uns jetzt für ein Kostüm? Mittelalter sehen wir gerade. Ins Mittelalter passt eigentlich da gar nichts. Geist vielleicht wieder? Nein. Vielleicht irgendwas in diesen? Nein. Ich glaube, wir lassen es einfach genauso. Wir bleiben da Hofner. SpongeBob, der ist cool. Bis wir ein neues Kostüm vielleicht verschaffen. Super knusperig. Boah, ich muss mir unbedingt die Folge anschauen mit der große Krabbe Pizza. Und diese eine Folge mit den Steinzeitmenschen. Ich hoffe, die habt ihr angeschaut, wie ich euch empfohlen habe, diese anzuschauen. Wenn nicht, dann kann ich hab's auch nicht gemacht. So, und jetzt können wir noch. Blasen fliegt! Blasen fliegt! Oh, noch mehr Gelee! Wir brauchen noch ein bisschen Creme für unsere Frau Lexi die Hexi. Und dann, we're good to go. Ich fliege! Da ist schon wieder eine. Wie sieht denn die aus? Schau mal rein, da sind so Augen und Fliegen drin. Wer schmiert sich mit sowas ein? I guess Hexen, die älter aussehen wollen.
Imagine, du bist so eine junge Hexe und sagst so, oh mein Gott, ja, oh mein Gott, das sieht so jung aus, Girl. Kannst du dir nicht bitte diese Agent-Creme rauftun da und ein bisschen einschmieren? Das siehst du auch ein bisschen älter und reifer aus, du. Ja, kann man. Na gut, okay. Ich wünsche euch eine schöne Zeit noch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sammeln die Creme das mal komplett ein und dann bringen wir sie zurück zu dieser alten Frau, die noch nicht so alt ist scheinbar, weil sie braucht Agent-Creme. Na gut, ciao.